Moinsen, Hallihallo und willkommen zurück zu einer neuen Folge von Workers in Resources Soviet Republic. Ja, es ist nicht allzu viel Zeit vergangen seit der letzten Folge, also spieltechnisch gesehen. Real auch nicht, auch nur eine Stunde oder zwei. ja, ich hatte den Müllimporteur hier. Ja, die Linie hatte ich verkehrt gemacht. Ich habe dazwischen gesetzt, entladen von allem. Und dann wieder hier meinen geliebten Müll hier kontaminiert mit dem Sondermüll. Und das habe ich berichtigt. Hab dann, während er weg war, habe ich die Jungs hier aus dem Abrissbüro Bescheid gesagt, die möchten doch bitte mal hier den Kram rausholen. Und das haben die dann auch gemacht und das ist erledigt. Ja, hier, ich habe das Ding hier reingesetzt. Oh, why not? Kann man mal machen. Ich musste aber hier noch einen Weg durchziehen, damit das hier gebaut wird. Ich glaube nicht, dass ich es wirklich brauche. Es ist, ja, ist halt ein Industriekomplex. Dann habe ich noch was gemacht und zwar hier drinne ist ja mein berühmter Mercedes. Ein Müllwagen, der sich um die Asche kümmert. Da habe ich jetzt noch zwei Kameras dazu gekauft als Skipper. Und die beiden anderen habe ich ins Depot geschickt. Und habe auch die Aufträge hier angeglichen. Weil ich habe doch mehr Schüttgut zu transportieren. Das kann ich mal kurz zeigen, weil generell ist doch. Wieso leuchtet der eine grün und der andere blau? Ist das irgendwie wichtig? Komisch. Hab ich noch nicht rausgefunden. Und zwar beim Export hier ist ja eine Menge Bauschutt und Aluschrott und Plastikmüll. Also hier in die Schrottklamotten hier und der Schutt, das ist alles, sind alles Sachen für einen Kipper. Und mit meinem importierten Sondermüll hier ja, da ist ja noch eine Menge anderer Kram drin. Und das führt dazu, dass da eben ja, noch mehr zu fahren anfällt. Die beiden anderen, die ich rausgenommen habe, das war einmal der Flatbed hier, der offene LKW und der geschlossene. Die parken jetzt gerade im Depot und jetzt kriegen die beide jeweils ein einzelnes hier. Ich möchte die getrennt haben, weil ich. Babababab, das ist ja auch ein Baulager hier. Und das wird dann gespeist hier von. DO Workshop. Die hier genau, die holen mir. Nanu. Beladen bis 0. Ach so, das ist aus dem Recyclinglager. Und wo ist das hier? Ach, die ist. Stimmt, bei der Werkstatt, genau, einmal das. So haben wir das auch. Und dann. Und sie beladen hier. Ah ja, genau. Das ist ja auch die O-Workshop richtig. Der macht nichts anderes. Dann haben wir die Bauamtversorgung. Das sind die hier. Das sind diese Araber. Genau, das sind die.
Die holen Stahl am Zollhaus und entladen das Recyclinglager bis 80%. Und ich möchte halt auch Dinge da rausgeholt haben, nämlich den Stahl, der über 80% geht, den will ich da rausholen, als auch das Plastik. Und darum geht das, weil ich hier etwas rauszuholen habe, als auch etwas reinzubringen habe. Ja, dann kommt hier der eine Flache rein, der holt dann Stahl raus, über 80%, und der andere, der holt dann das Plastik da raus, das kann er gnadenlos raus. Alle anderen Sachen werden hingebracht, deswegen muss ich das ein bisschen trennen. So, du bist jetzt... Wieso fährst du denn jetzt... Du hättest doch dann anschließend hier hinfahren sollen. Weil du hast doch... Ne, er hat nichts. Er hat alles verwurstet. Gut, dann darfst du fahren. Darüber hinaus habe ich hier wird der neue Hafen nochmal versorgt und die Leitung hier, die reiße ich nochmal ab. Was haben wir denn hier Schönes? 1, 2, 3, 4. Das müssen wir ändern. Das müssen wir ändern. Problem. Probleme, Probleme. Und weil da die Nahrung mit dran hängt. Ach, wir machen was am dünnsten. Da fahren wir Linie. Wir haben erst Mai. Vier Stück, da müssen wir auch ein Dingsbüro für einrichten. Das, ja, kommt ihr da erstmal weg. Eins, zwei, drei. Vier. So, jetzt ist die Frage, soll ich ihn losschicken? Könnte den Kleinen losschicken. Im Mai. Fahr du mal los, hol dir mal ein bisschen Stoff. Also ein bisschen Getreide. Sicher ist sicher. Hier ist nämlich auch nichts drin. Hier ist noch genug, okay. Achso, das Ding hier ist auch übrigens fertig, aber das musste ich leider Auto bauen. Das konnte ich nicht bauen. Oh, guck, wir haben ja wohl schon Fleisch.
bringt mich dann gleich zum nächsten. Ja, jetzt haben wir es dunkel. Komm, mach erstmal hell hier. Das geht so nicht. Du fährst jetzt los, fährst ihn durchs Heck. So, stimmt, ich habe hier nämlich ein paar Puppen angeplant, zwei an der Zahl. Genau, hier seht ihr es auch, weil ich möchte, dass er mitversorgt wird, weil mein Spritversorger, der hat nur 18 Slots und den möchte ich halt, ich möchte mir die letzten zwei Slots dann noch aufbauen, weil da vier LKW drin sind und die Sprit Strakorov, 6 sogar und ja, habe hier, wie gesagt, ...18 Slots und um da nicht noch den ganz jetzt dicht zu machen, baue ich jetzt hier noch die Leitung hin. Entschuldigung. Dann möchte ich mir gleich mal Schiffe kaufen. Kann ich ja schon mal tun hier. Und zwar kann ich mir eigentlich auch. Ja, ich könnte mir auch Dings kaufen hier. Habe ich noch gar nicht geguckt hier. So, Gesamtkapazität. Und dann zeige ich mal die kleinsten. Was haben wir hier? Stimmt, die Narrowboats hier sind auch nicht schlecht. Der Trawler. Ja, die Narrowboats, die liebe ich, ja. Aber gut, wollte nur mal gucken. So, ja, und Workshop und Frachtschiffe. Gesamtkapazität. Da hätten wir die mit 6,5 Tonnen Fleisch. Hier wären 10 Tonnen. Hier werden 16 Tonnen, ja. Genau, SRT 300. Den hatte ich mir ausgeguckt. Der sollte dann hierher kommen, zu dem neuen Hafen. Und halt hier das voll halten. So, SRT 300 kostet 100.000. Ja, und den anderen, den könnte ich dann... auch ein Ding, ne? Macht ja, das ist wieder so ein Mischi-Ding. Da muss ich mal was gucken, ob ich da hier, der ist besser, der ist günstiger und der ist dann besser für den Verkauf. Den Typ 3 Seitentrawler. Erstmal den SRT 300 für mich und das fürs Ausland. So, komm mal zu Daddy. Ich hoffe, ich kann damit dann auch hinfahren. Ich habe das jetzt nicht gecheckt. So, SRT 300, pass mal auf, bevor ich dir jetzt irgendwas sage. Na,
Du fährst es mal hierhin. Beladen. Fleisch warten bis voll. Und dann fährst du zu dem neuen Hafen hier. Hier. Entladen. Fleisch warten bis entladen. Bitte schön, danke schön. Den schauen wir uns doch mal an. Jawohl, da ist er. Sieht gar nicht so mistig aus. Komm erstmal dahin, ich will ein Bild machen von dir, Hase. Da hinten ist das Fischerhäuschen. Da wollen wir dann mal gucken, wie er angeln geht. Und ich muss jetzt hier auch mein Getreide im Auge behalten. So machen wir das. Die Bude ist ja schon voll hier gleich. Und er lädt auch schon hier auf. Prima. So, wenn hier dann ein bisschen Fleisch vorhanden ist, dann können wir da loslegen. So, aber ja, hier ist noch Getreide vorhanden. Der durchgefeilte Bus hier. Wieso wird der nicht repariert? Nichts zu reparieren. Wenn du die Leute abgeliefert hast, dann kommst du mal rüber. Weil du hast mir ja schon mal Probleme gemacht. Aber erstmal lieferst du die Jungs ab. Sehr schön. Und jetzt wollen wir mal einmal
hier rein. Einmal hier rein. So, genau. Dann seid ihr alle hübsch. Dann darf das auch alles gebaut werden. Ist der Weg hier schon dran? Ja. Ist der Weg... hier schon dran? Nein. Auch noch nicht geplant. So, der Cis, genau. Ach so, der hat gar keine Arbeit, der fällt mir gerade ein. Der andere ist auch so fertig hier. Guckt euch das an. 78 und 79%. Ich brächte oben. Wie sieht die Linie eigentlich aus? Das sind 5. Der. Die sind relativ in Ordnung hier. Ja, auch das sind nur die beiden. Dann kaufe ich mir da mal welche nach und hole die anderen dann ins Depot hier. Ja, das sieht natürlich immer assi aus. Das ist auch nur temporär jetzt. Ach, jetzt werden sie auch gleich repariert hier. Ja, Bus, wir hatten CIS 127. Das waren 1, 2 Stück. Eins, zwei. So. Na, willst du nicht mal losfahren, Hase? Hallo. Du fahr doch mal los hier. Nein, darauf genehm ich mir nochmal einen Schluck. Cola wohlgemerkt. Freund, du kannst jetzt echt mal losfahren hier.
Endlich. So, So, Ihr habt jetzt beide Arbeiter. Jetzt wollen wir noch eben warten, bis ihr leer seid. Kann ja wieder dauern. Du hast 0. Das heißt, dann kannst du hier mal herkommen. Und du hast auch 0. Dann habt ihr jetzt erstmal Pause hier. Dann haben wir wieder zwei Busse. Herr und Frau Busse, wie ich immer so schön sage. Vielleicht sollte ich mal die langsamen. Das ist eine gute Idee. Dann könnte ich, ja, ich könnte die langsamen von den Bojen wegnehmen. Ja. Das dauert noch hier. So, ja, die beiden Dinger können gleich noch fertig gemacht werden. Ihr habt alles, nehme ich an. Macht ihr mal mit hier. Ach so, ich erschrecke mich immer, wenn ich erschrecke mich immer, wenn ich kein Essen sehe. Hier ist der nächste durchgefackelt. Ach, das ist er hier. Wie sieht es hier aus? Jetzt fahren wir hier auf. Ja, ist noch genug da, so ist es nicht. Alles leer gerockt, alles leer gefegt. Hier auch, ja. Dieses Silo, sag ich schon, dieses Depot, das muss ich immer suchen, obwohl das so riesig ist. So, wen reparierst du denn hier? Reparierst du einen? Nee, ist nicht mehr da. 13. Ich will mal gucken, wie das aussieht, wenn du hier parkst. Ob das nicht irgendwie toll aussieht. So, einer von den Jungs ist fertig. Ist das denn der?
Das ist der Recycle-Stahlexport, so nenne ich es einfach mal. Und dann der Fleischomat kommt hier. Da bist du. Habe ich einen richtig guten hier. Kann ich hier auch was Kleines reinpacken. Aber erstmal machst du das. So, du hast jetzt den Job hier. Stahl. Alles über 80% bringst du weg. Entladen und das. So. Bei dir warten wir jetzt, dass der Kammers an Land kommt hier. Du machst ihn hier leer mit Plastik. Jo. Und das ist dein einziger Job. Mehr machst du nicht. Zunächst nicht. Eisenbahn wird fröhlich weitergebaut. Hier läuft auch. Prima. Jetzt sehne ich natürlich die Ernte herbei und ich kaufe Pflanzen, obwohl ich es nicht wirklich gebraucht hätte. Aber ich will das in Gang halten hier. Das Geld soll ja reinkommen. Jetzt haben wir hier dieses potenzielle Fleisch, dass ich mir jetzt bald mal irgendwie sichern sollte, müsste, würde.
Wie sieht's hier aus? Okay. Was haben wir denn jetzt in der Vergangenheit? Ah, jetzt habe ich ja einmal. Ja, wir schauen mal. Export. Hier haben wir Nasche gemacht immer noch. 14.000, 15.000 an Zinsen. Aber wir haben. Essen hat Kies überholt. Es geht auch noch einer raus hier. Guckt euch das an, Aluminiumschrott. Gut, jetzt würde ich gerne wissen, was habe ich für den. Sogar Bruchstein, haha. Was habe ich jetzt für den Einkauf von Müll? Import. Sondermüll, hier haben wir es. 30.000. Und jetzt kommt ihr. Nö. Gar nicht verkehrt. Was ist hier los? Wird hier nichts? Ach, läuft gerade. Ja, er hat noch keinen Sprit, weil das läuft hier noch nicht. Hier sieht das besser aus. Nichts zu reparieren. Ihr seid doch nicht ganz frisch in der Birne. Da war doch irgendwo was mit reparieren. Das ist ersetzen. Wo war denn das nochmal? Liste der Fahrzeuge reparieren. 50%. Machen wir mal bei 40 für alle. So, und jetzt haben wir hier, zeige alles. Und dann konnte man doch irgendwo ganze Karte, und dann konnte man noch sehen Sprit, KW, Gewicht, Gebäudetyp, Marke, Wert. Hier war doch irgendwo die. Sprit-KW und dann Prozente. Was ist das denn? Ich glaube, Sprit-KW, das ist hier. Ja. Nee. Ach, schaut mal, das wechselt sich hier auch ab. Seht ihr das? Guck mal. Weil hier sind jetzt ja die Prozente angegeben. Das scheint gerade so ein bisschen rumzuspacken. Gut,
Dann werden wir sehen. Gleich ist hier der. Ja, gleich zieht sie auch noch. Wir gehen einmal flott durch die Nacht und beobachten, wie das Fleisch reinkommt. Ist ja das Getreide schon? Ja, hier kommt das Getreide. Aber wir sind ja hier. Ja, das hätte ich mir eigentlich auch schenken können. Weil, nee, hätte ich mir nicht schenken können. Das soll ja hier weiter laufen. Solange wir hier 100% haben, ist das in Ordnung. Und hier ist ja auch ein. Nee. Der fährt gerade. Hier ist auch ein Exporteur. Der soll ja auch immer lustig fahren. So, jetzt können wir ja mal den Fleischomaten hier nehmen, und zwar ein bisschen Linien. Kühlung. Eins, zwei. Wie kriegen wir denn unser Fleisch nach? Ach, das ist im Dingsbüro drin, ja. Warten bis voll. Das Zollhaus geht mal raus. Fertig. Und bei dir machen wir das Gleiche. Hierauf warten bis voll, und das Zollhaus geht weg. Fertig. So, dann haben wir wie ist das hier mit dem Fleisch? Du kommst gleich mal her. War hier auch Fleisch drin? Ja, aber da fehlt auch noch eine Linie hier. Ach so, das ist der hier mit dem Essen, genau. Der macht nur Essen. So, die Shops, wie viel habt ihr denn Kühlung? Habt ihr zweimal? So. Und dann fährst du künftig im Zollhaus, holst du dir kein Fleisch mehr. Das holst du dir künftig hier. Bis null. Okay. Dann haben wir Fleisch erledigt. Gut, Freunde. Dann würde ich sagen, dann war es das mal wieder für heute. Ich will hoffen, dass das hier jetzt gleich wieder anläuft mit dem Getreide. Wir haben jetzt Juni.
Ja, ich muss die Linie dann angleichen hier und dann muss ich ein Vertriebsbüro bauen, aber eins, wo die reinpassen hier, die langen Dinger hier. Und ja, dann muss ich mal schauen und dann ja, muss ich die angleichen, dass sie dann eben hier, dass die Nahrung hier weiterläuft. Ich habe zwar hier genügend Nahrung drin, aber es soll ja auch Essen weiter produziert werden. Da werde ich mich dann drum kümmern. Aber das alles in der nächsten Folge. Bis dahin wünsche ich alles Gute, bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.